Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und begrüße euch ganz recht herzlich bei The Banner Saga, wo wir in der letzten Folge in Börsegard Unterstützung durch Hakon und seine Jungs unterhalten haben. Genau, unterhalten haben wir die. Und ja, jetzt sind wir mit Juno beim Götterstein von Strafs, wie es aussieht. Schauen wir mal, was hier passiert. Wir sind beim Götterstein von Strafs. Du blickst dich nervös um, aber die Hüter haben sie offenbar nicht gehört. Schon in Ordnung. Man kann reden. Leise. Und hier wirst du mich opfern? What? Juno lächelt. Was überaus gruselig aussehen könnte, wirkt stattdessen ehrlich. Nein. Die Hüter können uns nicht sehen. Genauer gesagt, können sie uns sehen, aber ich habe sie überzeugt, sich deswegen nicht zu sorgen. Ich verstehe deine Bedenken jedoch. Was zum... Okay. Wer bist du? Was machen wir hier draußen? Warum sind wir von Wütern umgeben? Warum hast du mich auserwählt? Oder ausgewählt? Warum sind wir von Wütern umgeben, ist, glaube ich, meine erste Frage in diesem Moment. Der Götterstein scheint sie anzuziehen. Es gibt vieles, was wir über Strafs nicht wissen. Vielleicht sehen sie ihn als Patron, oder es ist einfach ein unbestimmtes Gefühl. Hat Strafs etwas mit dieser Schlange in Einertopf zu tun? Was war das für ein Ding? Das kann ich nicht sagen. Kannst nicht? Ich habe einen Verdacht. Aber es ist nicht klug zu spekulieren, ehe ich Zeit in der Magierbibliothek hatte. Bei all unserem Wissen scheint es immer, dass wir wenig wissen. Überleg dir, wie der Rest sich von uns fühlt. Im Gegenteil, je weniger die Leute wissen, desto sicherer sind sie meistens. Das war wahrscheinlich nicht hundertprozentig sauber übersetzt, aber okay. Dann würde mich jetzt mal fragen, würde ich mal fragen, was wir hier draußen eigentlich machen. Kennst du den Gott Strafs? Nur wenige wissen, dass dieser Stein existiert. Sogar unter denen, die ihr Leben in Börsegard verbracht haben. Denglerer ist der Glücksgott, und Strafs hat den Menschen den Wert des Handels auf andere Art näher gebracht. Er zeigte ihnen, dass er Konsequenzen hat. Zwei Seiten derselben Münze. Siehst du das Silber im Stein? Der Fels wird vom Wind hier oben abgeschliffen, aber das Metall bleibt. Wir brauchen ein Stück von diesem Silber. Der Gott Strafs ist umgeben mit Bildern von Silberwaffen. Der Legende nach verkaufte er diese Waffen den Göttern. Und die haben sich damit gegenseitig getötet. Wer seinen Stein aufsucht, nennt ihn den Gott des Handels. Die Magier nennen ihn Gott der Geheimnisse. Er war beides. Okay. Wer zum Geier bist du? Ich wünschte, wir hätten die Zeit für eine richtige Vorstellung. Mein Name ist Juno. Ich bin Mitglied im Magierrat. Mein Lehrling Eivind kennst du ja schon. Wie machst du solche Sachen? Andere Leute Verstand kontrollieren. Ich dachte, Magier errichten Bauwerke und heilen Wunden. Du hast recht. Das tun Magier wirklich. Einige von uns praktizieren immer noch die Lehren, in denen die ersten Schöpfungen der Webmutter unterwiesen wurden. Okay, ja. Wir werden Valka genannt. Ich glaube, ich bin die Einzige, die den Verstand von anderen beeinflussen kann. Warum übernimmst du dann nicht die Kontrolle über Brüller? Ich habe gelernt, den Verstand zu heilen, nicht ihn zu kontrollieren. Wobei es auch einigen Valka schwerfällt, das zu glauben. Brüller kontrollieren. Das wäre der Unterschied zwischen einem Kind, dem man sagt, es soll stillsitzen, und einem ausgehungerten Bären, dem man sagt, er soll nicht mehr hungrig sein. Um die Wahrheit zu sagen, wir sind den Sundere nicht mehr gewachsen. Unser Vorteil ist, dass wir weitere Valka ausbilden können. Aber das ist auch unsere Schwäche. Die Valka geben ihr Wissen weiter und verlieren es. Die Sundere werden nur älter und mächtiger. Brüller ist sowohl unsterblich als auch jenseits meines Einflusses. Mehr oder weniger. Und wie halten wir ihn dann auf? Der Gott der Geheimnisse wird eine Rolle spielen, um
Und du auch. Okay. Und last but not least, warum ich? Warum nicht Eivind oder Hakon? Du kennst mich doch nicht einmal. Es tut mir leid, dass ich dich in Gefahr bringe. Eivind muss Bösegard vor dem Fall bewahren, während wir weg sind. Und wenn hier etwas schief geht, muss sicher sein, dass einer von uns lebendig zurückkehrt. Ich habe die Gedanken aller Personen gesehen, als ich in Bösegard ankam. Du warst der Einzige, bei dem ich wusste, dass er zurückkehren würde. Wie meinst du das? Du würdest unter allen Umständen zu Alette zurückfinden. Point taken, nicht gerade nett, aber point taken. Okay, holen wir, was wir brauchen und gehen wir. In der Tat. Du musst mindestens eine Handvoll von dem Metall losbrechen. Daraus schmieden wir einen Pfeil, um Brüller zu töten. Warte, nach allem, was du mir gesagt hast? Ein magischer Pfeil, um Brüller zu töten? Das ist alles, was nötig ist? Warum hast du das nicht schon längst getan? Jonas' Blick richtet sich in die Ferne. Nein, das ist nicht alles. Was ich dir jetzt sage, darf nicht wiederholt werden. Der Pfeil wird Brüller selbst dann nicht töten, wenn er ihn ins Herz trifft. Brüller hat keine körperlichen Schwachstellen. Aber der Pfeil wird ihn zweifeln lassen. Wenn er ihn durchbohrt, werde er ihm helfen, zu glauben, dass er stirbt. Ihr anderen werdet ihn mit Schwertern und Äxten ganz davon überzeugen. Jeder, der an deiner Stelle, an deiner Seite kämpft, muss daran glauben, dass es wahr ist. Ah ja. Du willst ihm weismachen, dass er tot ist. Das ist doch völlig irrsinnig. Er kann wirklich nicht getötet werden? Nein. Eines Tages wird er aufwachen und feststellen, dass er nicht tot ist. Das dürfte ihn ziemlich verstören. Aber zuerst müssen wir den Pfeil machen. Konzentrieren wir uns auf das, was zu tun ist. Sie schaut wissend auf den Götterstein und wartet, dass du ihn aufkletterst. Look, ich bin nicht sicher, wie die Wüter reagieren, wenn du dies tust. Und hinter uns ist ein Abgrund. Sei also vorsichtig. Okay. Tolle Story, Mann. Der Abgrund sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht so aus, als wären da Bäume drin oder so im Abgrund. Okay, bevor wir jetzt auf diesen Stein klettern, einmal kurz Zusammenfassung. Wir können Brüller also tatsächlich überhaupt nicht besiegen. Wir werden aber ihm irgendwie einflüstern, dass er selber glaubt, er stirbt, während wir ihn umbringen. Also ihn... Oh Mann, seltsame Geschichte. Okay. Du näherst dich der Rückseite des Steins und beginnst zu klettern. Dabei hältst du nach einem losen Stück der Silberader Ausschau. Auch ohne, dass du hinsiehst, spürst du, wie die finsteren Gestalten dich genau beobachten und nur von Junos Einfluss zurückgehalten werden. Du gerätst in Panik. Okay, wir können versuchen, rasch den nächsten Brocken zu lösen, zurückgehen und Juno sagen, dass wir es nicht tun können, weiterklettern und nach einem Stück suchen, das besser zu lösen ist. Natol, und wir sind in Panik. Also ich glaube, wenn ich jetzt zurückgehen und Juno sage, dass du es nicht tun kannst, anklicken, dann haben wir wahrscheinlich, kommt der Game Over Screen, das Spiel ist vorbei. Ich glaube, das ist, was passieren wird. Wenn wir schon die Option haben, weiter zu klettern und nach einem Stück suchen, das besser zu lösen, dann machen wir das, glaube ich, auch. Als du weiterkletterst, kommst du nicht umhin, die steinernen Masken der Wüter zu bemerken, die sich vor dem Götterstein aufgereiht haben, wie Gläubige vor ihrem Götzen. Schon ein kurzer Blick lässt dich fast erstarren. Da stoßen deine Finger auf ein loses Silberstück. Die Wüter reagieren nicht. Suchen wir mal noch ein weiteres Stück. Da du einmal hier bist, siehst du dich rasch nach einfach zu erreichender Beute um. So, du kannst noch einen kleinen Brocken lösen, bevor deine Nerven nicht mehr mitmachen. Okay. Juhu! Rasch kletterst du hinab und gehst zu Juno, die auf dich wartet. Gut gemacht, sagt sie. Als ihr zurückgeht durch die Wüter, drehen sich ihre Köpfe alle gleichzeitig, um euch nachzusehen. Du brauchst Stunden, um das Grauen und das Zittern deiner Hände wieder loszuwerden. Okay. Starafs Schleifstein haben wir bekommen. Wieder näherst du dich dem Tor von Bösegard. Du bist froh, dass es noch steht. Es sieht allerdings aus, als hätten es in der Zwischenzeit einiges abgekriegt. So wie du hindurch bist, eilt Alette auf dich zu und wirft die Arme um dich.
Juno lächelt angesichts des Wiedersehens und sagt, nimm dir Zeit mit deiner Tochter. Such einen Schmied, der aus dem Silber einen Pfeil machen kann. Ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Wir treffen uns auf den Mauern, wenn ihr soweit seid. Oh, wir haben 65 Ansehen. Hier hinten gibt's Crafters. Wir gehen erstmal ins Heroes-Zelt. Oh Gott, wir haben wirklich alle. Wir haben auch Irsa und Versi und so wieder bekommen. Zu Irsa gab es ja die Vermutung, wieso sind hier oben eigentlich alle rausgenommen worden? Außer Rook und Alette. Nehme ich jetzt auch raus. Nee, Rook darf nicht raus. Okay. Oh, der ist ja auch schon fast groß. Und haben wir auch alle Artefakte von denen? Tatsache. Oh, was ist das denn hier? Ein Schleifstein aus Silbererz, mit dem man Klingen besonders scharf machen kann. 20% auf zweimal Stärke Schaden. Also etwas besser als das, was wir hier mit Güllenfury bereits haben. Okay. Mhm. Oh je, wen nehmen wir denn nachher alles mit? Guckt euch mal diese Liste an Leuten an, die wir hier zur Verfügung haben. 3 können wir noch leveln. Dann könnten wir quasi fast eine Level 5 Truppe rausholen. Hat Mogro eigentlich auch schon offiziell Level 5? Nee, Mogro kriegen wir auch nicht auf Level 5. Okay. Puh. Können wir tatsächlich alle so mitnehmen, wie sie sind? Dürfen wir das einfach so? Achso, erstmal, ich habe wieder völlig meinen Faden verloren, wie das als Let's Player manchmal so ist. Also, es wurde in irgendeiner Folge die Vermutung geäußert, dass wir Irsa verloren haben, weil wir sie in einem Kampf verloren haben, wo vorher gesagt wurde, wo sie in einem Kampf ohnmächtig wurde, wo sagt, jeder, der zurückbleibt, stirbt. Augenscheinlich hat das nicht gestimmt. Okay. So, jetzt ist die Frage, wen können wir wirklich alle Charaktere im finalen Kampf mitnehmen? Frage A. Wenn die Antwort darauf ja ist, ist die Frage B, wen leveln wir jetzt, damit wir am Ende eine gute Party haben? Ich weiß es nicht, kann ich resten? Nein, okay. Die Frage ist, ob meine Charaktere sich erholen. Ich denke da zum Beispiel an hier guten Kollegen Eivind und an den guten Kollegen Ivar. Na, ich kann mich nicht entscheiden. Harkon, Krumre, alle gut. Was hat Harkon denn? 12, 17, 4, 2, 3. 2, 2. 12, 17, 4, 2, 2. Krumre hat 13, 16, 4, 1, 3. Also auch vergleichbare Werte eigentlich. Also nochmal Harkons Megaskill. Ja, okay, das ist natürlich auch ganz nice. Die beiden Verletzten mitzunehmen ist natürlich hart, aber die sind halt Level 5, ne? Und ich meine, bei Eivind ist die Verletzung auch nicht das ganz Entsetzlichste, weil Eivind lebt nicht davon, dass er besonders viel Stärke hat, sondern Eivind lebt ein bisschen von seinen Fähigkeiten und dass er da was drauf hat. Bei dem könnte man auch fast überlegen, sowas hier zu geben. Einfach weil dieses Götterwagen-Dings mit plus 1 Zielangriff an wahrscheinlich nicht so toll ist. Wenn wir diese Party so, wie sie da jetzt steht, nehmen, könnten wir tatsächlich alle Charaktere leveln. Und hätten dann eine runde Truppe nur aus Level 5 Charakteren. Ich muss ja gestehen, Harkon jetzt wegzulassen, finde ich fast schwierig. Harkon ist echt richtig geil. Wenn wir den leveln, würden wir auf 18 Stärke kommen und wahrscheinlich den letzten Punkt hier nochmal leveln, also Rüstungsdurchdringung. Bei Krumlo würden wir nur auf 17 Stärke kommen und noch einen Punkt Erschöpfung leveln. Die Fähigkeit finde ich eigentlich nicht so toll, die Krumlo hat. Puh, Valkargarn ist natürlich immer noch sehr, sehr gut. Macht auch Harkon nochmal sehr gut. Frage ist, will ich Alette und Rook beide mit haben? Will ich wirklich mit, ja gut, 3 Riesen, 3 Normalos, ja. Schade, dass ich nicht noch einen von, also Hokun oder Egil. Mhm. Hokun oder Ekil mitnehmen wäre schon auch cool. Im Kampf gegen den Brüller, weil die diesen zusätzlichen Schildpunkt verleihen und das macht sie beide schon ganz stark eigentlich. Ist ja auch nicht so, dass Ludin und Eirik und Irsa schlechte Charaktere wären. Aber ich kann halt echt nur 6 mitnehmen. Ich bin echt im Überlegen, ob Ivar, wenn wir ihn verletzt mit in den Kampf nehmen,
so viel Sinn macht oder ob ich tatsächlich Ivar vielleicht durch Amore kann ich leider nicht auf Level 5 bringen. Der ist aber auch schon abartig strong. Was hatte der nochmal als Fähigkeit? Oh ja, das war richtig gut. Das war das, was Hogun vorher hatte. Hogun Ivar. 17,11, aber 4 Rüstungsdurchdringungen. Ivar hat 16,14. Er hat halt den einen Punkt Anstrengung mehr, aber tatsächlich ist der verletzte Ivar wahrscheinlich schlechter als der heile Mogre. Wenn ich das so formulieren darf. So, das kann man mal festhalten. Ich denke, Eivind ist auch mit seinem Injured-Status noch gut. Ja, der soll ja auch da bleiben. Dann bleibt eigentlich nur noch die Entscheidung zwischen Krumre und Harkon, wenn ich tatsächlich Alett und Rook beide drin behalten will, was ich theoretisch, glaube ich, möchte. Bin mir bei Alett noch nicht ganz sicher, aber ich denke. Ja, die hat einfach diese Mega-Rüstungsdurchdringung mit dem Artefakt auch und in 2 Willenskraftpunkten, da kommt die auch recht weit. Da könnte man sogar, wenn man sie Level hier noch einen reinsetzen, dass sie 3 ausgeben kann. Ich glaube, die ist schon gut. Der einzige Level 4er, den wir dann dabei erhalten, ist Mogre, der auch nur um einen Dings da nicht drankommt, aber okay. Gut, dann gucken wir uns nochmal in aller Ruhe Hakon und Krumre an, weil bei denen bleibt's ja hängen. 12, 18 hätten wir hier am Ende und hier hatten wir 13, 17. Also im Prinzip dieselben Werte, nur mit einem Unterschied zwischen einer Punkt Rüstung und einem Punkt Stärke. 4, 1, 3 gegen 4, 2, 3, 2, 2. Gut, beide haben 4 Willenskraft, das ist im Prinzip gleich. Hakon hat schon den einen Punkt Anstrengung mehr. Da könnte man auch überlegen, ob man den dritten Punkt in Rüstungsdurchdringung braucht. Vor allen Dingen, weil er mit der Level 3 Fähigkeit ja auch noch extra Rüstungsschaden kriegt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich finde seine Fähigkeit auch einen Tick nützlicher als die von Krumble. Wobei die Grundwerte von Krumble natürlich auch schon ziemlich gut sind. Ich glaube, wir entscheiden uns aber trotzdem für Hakon. Und dann müssen wir gleich nochmal Artefakte neu verteilen und leveln. Also wir leveln jetzt Hakon, Alett und Rook. Entschuldigen uns bei Krumble, den wir echt toll finden. Aber der soll zum Moment nicht sein. Und dann haben wir eine Party, um Briller zu bekämpfen. So, Harkon leveln. Da einen hin und würde. Rüstungsdurchdringung. Das sind alles drei gute Werte. 2 Punkte Anstrengung reichen mir aber meistens. Bisher habe ich damit ganz gut arbeiten können. Insofern ist es wahrscheinlich nicht Anstrengung. Dann ist die Frage, will ich noch mehr Rüstungsdurchdringung haben oder mehr Willenskraft? Dann nehmen wir die Rüstungsdurchdringung, glaube ich. Willenskraft kriegen wir ja im Kampf auch nochmal. So. Alett kriegt einen dritten Punkt Anstrengung und noch einen Punkt Willenskraft. Hat sich das schon erledigt? Rook, mein Freund. Genauso. Rook ist nicht der Rüstungsdurchdringer, der kriegt das so. So. Jetzt Artefakte neu verteilen. Wir haben noch ganz viele Level 5 Artefakte. Das wäre natürlich auch geil auf Gunwulf. Das können wir auf jeden Fall aber Rook schon mal geben. Das ist auf jeden Fall besser als das, was er jetzt hat. Im Prinzip kann man das so stehen lassen. So. Das Level 4 Artefakt, das Valkagan, finde ich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite könnte man aber auch gut Beowulfs Segen, naja, finde ich nicht so toll. Dunderes Hand finde ich auf Gunwulf schon am besten. Obwohl der natürlich mit 18 Stärke hier noch mehr reinpröckeln würde. Der gute Hakon. Der hätte dann 21 Stärke, was natürlich das Ganze nochmal multipliziert. Dann wäre nur die Frage, wer kriegt das Artefakt mit den Rüstungspunkten pro Runde? Ich überlege halt auch gerade, was ich Eivind gebe. Ich finde das Ding, was Eivind jetzt gerade hat, nicht so geil. Wir haben auch noch die zwei nackigen Rüstungen. Die sind auf jeden Fall besser als die drei Rüstungen mit Angriffe anziehen, finde ich. Mogre hat im Moment das abgelenkte Stärkeschaden-Ding von Ivar, das finde ich auch sehr gut. Also, Aletz Artefakt kann bleiben, ist zu gut.
Rook soll nicht aus der Gruppe raus, könnte man noch mal überlegen, ob man das Artefakt sinnvoll tauschen kann. Rückstoß bei Stärkeangriff von 3 und 1 Stärke, das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil das vielleicht auch für seine Fernkampffall gilt. Das wäre natürlich die Frage. Wenn er dann also auch mit seinen Fernkampfattacken Rückstoß macht, wäre das schon sehr geil. Wir geben ihm das mal. Den 20% auf zweifachen Stärkeschaden, das ist bei ihm sowieso nicht so viel. Deswegen, das wird sich dann eher noch bei Gunwulf oder Hakon rechnen. So, dann hat Rook was er gebrauchen kann, hoffentlich. Eivind, müssen wir nochmal überlegen. Alette hat was, das passt. Und Mogut hat auch was, das passt. Dann müssen wir nochmal überlegen bei Gunwulf, Hakon und Eivind. Das Ding, was Hakon hat, das ist schon nice, aber so viel Rüstung, die kriegen dann meist ja doch sehr viel mehr Rüstungsschaden, als dass sich das lohnt. Da kann es sich wahrscheinlich mehr rechnen, ihm diese Rüstung zu geben, die plus 3 Rüstung gibt und ihm Angriffe anziehen lässt. Dann hat er 15 Rüstung und zieht damit Angriffe an. Das wäre ja fast noch geiler auf Mogul, weil der dann mit 20 Rüstung rumläuft. Der soll ja sowieso Angriffe anziehen. Ach, der kann das aber nicht haben, weil der nicht Level 5 ist. Scheiße. Das wäre so geil. Gut, dann behalt den einen abgelenkten Stärkeschaden. Obwohl du das auch... Nee, Gunwulf ist mit plus 3 Stärke schon bedient. Ach, das wäre so schade. Das kann man besser verwenden, das Ding, als auf Hakon. Ich will Hakon nicht zum Tank machen. Dafür sind 15 Rüstung zu wenig. Im Moment hat Eivind gar nichts. Der kann aber, wie gesagt, besser das Ding haben, als das, was er davor hatte. Gilt das auch für seine Zauber? Machen wir mal. So, damit ist das Leveln der Helden und die Verteilung von Artefakten erstmal geschehen. Wir haben eine sehr lange Folge gehabt mit vielen Sachen, die passiert sind. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal zu den Schmieden und bauen uns einen Pfeil und gucken mal, was passiert. Liebe Leute, ich bin die 10-Man-Ente, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß an der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.